Rocksänger Michael Bormann sieht man eigentlich fast nur auf der Bühne oder im Studio, wo er als Musikproduzent und Songschreiber für andere agiert. Wir haben ihn in seiner Lieblingskneipe getroffen und über die Generation Kamera, seine Zeit bei der Castingshow The Voice of Germany und über Duisburg gesprochen. Michael, jetzt sitzen wir hier im König-Pavillon. Du hast genau diesen Ort hier vorgeschlagen, als ich gefragt habe, wollen wir uns nicht mal auf ein Bierchen treffen. Wieso hast du dich gerade hier für den König-Pavillon entschieden? Ich kenne die Leute halt hier, man geht hier gerne hin, wird immer gut bedient. Ich finde es einfach cool, weil ich bin nicht so der Disco-Gänger oder so. Ich finde es schöner, so rauszugehen und mit Freunden sich irgendwo hinzusetzen. Was Gemütliches. Ja, genau. Wieso hast du dich überhaupt entschieden, in Duisburg zu bleiben? Ich meine, du hättest ja genug Möglichkeiten gehabt, ich weiß nicht, nach Berlin oder vielleicht ins Ausland zu gehen. Wieso gerade immer noch die Heimatstadt Duisburg und Walsum auch? Ich bin hier groß geworden, ich kenne hier alles und ich fühle mich auch hier zu Hause. Und hier habe ich auch, man darf das nicht vergessen, ist ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Jetzt kenne ich ja auch viele Leute von der Castingshow The Voice of Germany. Inwiefern hat sich denn seitdem dein Leben verändert oder hat sich das überhaupt verändert? Im Prinzip eine Erfahrung, die vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen. Bereuen tue ich deswegen trotzdem die Entscheidung, nicht dahin gegangen zu sein. Allerdings hat sich damit jetzt weder an meinen Plattenverkäufen was getan, noch irgendwie am Bekanntheitsgrad. Okay, in der ersten Phase hat man mich natürlich überall erkannt, ne, in der Straßenbahn, wie auch immer. Aber im Grunde genommen hat sich an meinem Leben gar nichts getan, null verändert. Du hast mir vorhin auch erzählt, dass du etwas kamerascheu bist. Also du bist gar nicht so gerne vor der Kamera, wie man das vielleicht meinen könnte. Da muss doch The Voice of Germany ein ziemlich großer Schritt für dich gewesen sein, oder? Da ich wusste, wie es dann auch da abgeht hinter den Kulissen, dass man dann die Kameras auch gar nicht so mitbekommt, war es für mich auch gar nicht so extrem. Wenn ich auf die Bühne gehe, du siehst keine Kamera. Du weißt, dass sie da irgendwo im Raum verteilt sind, aber du siehst die nicht. Und das ist für mich immer okay. Wenn die alle vor mir stehen, wenn ich die wirklich so im Abstand von einem Meter vor mir sehe, dann werde ich wahnsinnig, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Das ist wieder so eine Situation. Tut mir leid, ja, muss sein. Ich weiß. Das ist also, wo ich weiß, da steht die Kamera, dann ist es natürlich für mich nicht so ganz einfach. Dann hast du wahrscheinlich auch schon die Entwicklung von Smartphones und Kameras und Fotos bestimmt auf Konzerten schon wahrgenommen. Teilweise die Leute gucken sich gar nicht mehr die Konzerte durch ihre Augen an, sondern durch die Handykamera. Wie nimmst du diese Entwicklung beim Publikum wahr? Die finde ich auch sehr, sehr schlimm. Wenn man mal auch sagen wir mal so 20, 30 Jahre zurückdreht, dann musstest du zum Beispiel Kameras vorne am Eingang musstest du abgeben. Mhm. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? Kann man sich nicht vorstellen. Und heute filmt dich jeder und da wird alles hochgeladen. Du wirst auch nicht gefragt, ob du das toll findest oder auch nicht. Du bist ja eine Person der Öffentlichkeit und das ist alles legitim, ist alles okay. Ich persönlich finde es nicht okay, dass jeder alles machen darf. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich bin doch schon sehr, sehr aktiv und habe sehr viel zu tun. Und es sollte vielleicht auch mal so langsam mal ein bisschen weniger werden, dass man ein bisschen mehr, obwohl ich das Leben immer genieße, was ich schon immer getan habe. Aber es könnte auch mal einen Schritt zurückgehen. Dann danke ich dir für das wunderbare Gespräch hier in der schönen Kneipe mitten in Walsum und wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Plänen und alles Gute weiterhin. Dankeschön, hat mich sehr gefreut.